Der Streamer Stay hetzt in unfassbarer Art und Weise gegen die Meinungsfreiheit und fordert eine Regelung, die meiner Ansicht nach zu einer Gesinnungsprüfung auf YouTube führen würde. Doch erstmal langsam. Stay reagierte vor kurzem auf ein Video, welches sich mit Alexander Raue beschäftigte. Ich selbst teile viele der politischen Ansichten von Alexander Raue nicht und ich mag auch seinen Videostil nicht besonders gern. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass Alexander Raue ein Recht auf die in Artikel 5 Absatz 1 unseres Grundgesetzes festgehaltene Meinungsfreiheit hat. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Grundrechte haben zudem eine mittelbare Drittwirkung, die Plattformen wie YouTube, die sich de facto in einer Monopolstellung befinden, dazu zwingt, Kanäle nicht einfach so sperren zu dürfen, solange sie eben nicht gegen geltende Gesetze verstoßen. Und das ist bei Alexander Raue, das kann man hier dazufügen, nicht der Fall. Also Alexander Raue hält sich an Recht und Gesetz. Das ist die Faktenlage. Jetzt schauen wir uns mal an, was der Streamer Stay dazu zu sagen hat. Dass wir uns nur noch 15 Minuten frei bewegen dürften oder dass wir keine Erdbeeren mehr essen dürften. Und jetzt kommt, und jetzt müssen wir Folgendes sagen. Der Einzige, der solche Hurensöhne stoppen kann, der solche Faschisten und Opportunisten den Riegel vorschieben kann, ist YouTube. Das muss YouTube halt machen. YouTube muss da sagen, Fake News zu. Entmonetarisiert. Entmonetarisieren einfach. Entmonetarisiere diesen Kanal. Das gehört entmonetarisiert. Und das ist voll von Falschinformationen. Wir reden hier nicht von einem Ausreißer, bei dem er sich mal ein bisschen vertan hat. Wir reden von einem gezielt darauf abgelegten Kanal, der bewusst dieses Narrativ immer und immer und immer wieder wiederholt. Ein gezielter, voll monetarisierter Desinformationskanal. Das ist ein voll monetarisierter Desinformationskanal. Und das ist die Initiative. Das ist halt klar Misinformation. So, das ist halt einfach Misinformation. Solange der das monetarisieren kann, solange der damit Geld verdienen darf, solange macht er das auch, bitte. Aber Stay fordert hier also die Demonetarisierung eines Kanals, weil dieser seiner Ansicht nach Fake News verbreitet. Und ich hatte euch vorhin Artikel 5 unseres Grundgesetzes gezeigt. Eine Zensur findet nicht statt, es gilt die Pressefreiheit. Das heißt, selbst wenn Alexander Raue Fake News verbreiten sollte, wäre das immer noch kein Grund, in einer freiheitlichen Demokratie ihn sperren zu lassen. Wir haben in Deutschland kein Wahrheitsministerium, was bestimmt, was wahr und was falsch ist. Wir haben auch kein Gesetz gegen Desinformation. Solche Gesetze sind Mittel autoritärer Staaten, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und offensichtlich fordert Stay hier, meiner Ansicht nach, dass ein Großkonzern, der sich in privater Hand befindet, nämlich Alphabet, also die Mutter von YouTube, hier entscheidet, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Und das soll dann nicht hart zensiert werden, aber es soll zumindest über diesen Umweg der Monetarisierung ein Anreiz gesetzt werden, dass bestimmte Sachen, so wie sie ein Alexander Raue vertritt, eben nicht mehr gesagt werden. Ich finde, dass Stay hier wirklich in unerträglicher Art und Weise gegen die Meinungsfreiheit hetzt. Und die Meinungsfreiheit, das sollten wir uns immer vor Augen führen, ist eines der wichtigsten Grundrechte, was wir haben. Angriffe auf sie sind Angriffe auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. So ist zumindest meine Meinung. Was denkt ihr zu Stays wirklich skandalösen Aussagen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.